durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem virtuellen Gottesdienst zum Pfingstsonntag, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Wir beten mit Worten des 118. Psalms. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns darin freuen und fröhlich sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Wein bis an die Hörner des Altars. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Er sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, du hast dir an diesem Tag deine Liebe ausgegossen in die Herzen deiner Kinder durch den Heiligen Geist. Belebe uns durch seine Schöpferkraft und hilf uns durch seinen Trost. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den Pfingstsonntag findet sich im Evangelium nach Johannes im 14. Kapitel. Johannes schreibt, Christus sprach zu seinen Jüngern, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich ihn, wie die Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen ihm Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in allen Sprachen, die der Geist ihnen zu reden eingab. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu den Zuhörern: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in der Corona-Krise kam auch die Diskussion um die Systemrelevanz der Religionen und damit der Kirche auf. Jahrhundertelang war die Kirche in Europa selbstverständlich systemrelevant. Die Weltordnung war als Gottes Wille akzeptiert und die Religion sicherte Macht und Ordnung. Langsam wurde die Gesellschaft mit christlichem Gedankengut durchsäuert, aber an den Widersprüchen, die es im realen Christentum gab, ist in den Revolutionen Europas die Idee eines christlichen Staates untergegangen. Die Kirche ist dabei dankenswerterweise von der Last, staatstragend sein zu müssen, befreit worden. Gleichzeitig schwindet damit auch die gesellschaftliche Schützenhilfe und die Kirche musste nach 1500 Jahren an den Rockzipfeln des Staates loslassen, um wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Wir sind noch im System unserer Gesellschaft, aber wir sind nicht mehr systemtragend. Besinnen wir uns selbstbewusst auf unsere Bestimmung. Wir haben nämlich nicht den Weltgeist, der die Verhältnisse in dieser Welt zu tragen, zu stützen, zu begründen und zu erklären hat. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Besinnen wir uns selbstbewusst auf unsere Bestimmung, der Welt die in Christus offenbar gewordene Liebe Gottes zu verkündigen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. In diesem Satz aus dem Propheten Joel gipfelt die Predigt des Petrus am Pfingsttag. Unsere Aufgabe als Christen besteht nicht darin, heute vergangene Größe zu betrauern und ihre Symbole, koste es, was es wolle, zu erhalten. Wenn Kirchen zu Kneipen werden, weil die Gemeinden sie nicht mehr erhalten können oder wollen, dann ist das eben so. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Denkmalschutz zu betreiben, deine große Show zu bieten. Unsere Aufgabe besteht aber auch nicht darin, uns zu ducken und uns klein zu machen, um Atheisten und Partner im ökumenischen Dialog nicht zu irritieren. Unsere Aufgabe besteht darin, Gottes Wort als Hoffnung und Trost im Leben und im Sterben zu verkündigen und die Menschen zu Gott einzuladen, sie mündig zu machen, ihr Leben selbst
als Geschenk Gottes in die Hand zu nehmen. Darin sind wir seit Pfingsten durch den Geist Gottes getragen, sind darin an sein Wort gebunden, wie es in der Schrift offenbart, in Christus Mensch geworden, durch die Kirche bekannt und durch die Reformation von neuem ans Licht gebracht wurde. Nicht für das System, sondern für den, den Gott zum Heil erwählt hat, ist die Kirche als Geschöpf des Wortes Gottes relevant. Wenn der Geist dir Christi Liebe in dein Herz gießt, dann kann dir das System egal sein. Wenn das System von Gottes Wort profitiert, ist das begrüßenswert, aber das ist für uns, unsere Arbeit und unsere Zukunft als Christen, als Kirche nicht entscheidend. Wir haben Gottes Liebe zu bezeugen, wir haben von der großen Hoffnung zu reden, die die Welt überwindet, die uns ermöglicht, die Probleme unserer Tage anzunehmen und zu tragen und die uns bereit macht für die Ewigkeit, für die Zukunft, für Gottes kommendes Reich zu leben. Darin bestärkt uns Gottes Geist als Einzelne und als Gemeinschaft. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lieber himmlischer Vater, du rufst uns zusammen in dieser Welt, als deine Familie, als deine Kinder, damit wir der Welt Hoffnung bezeugen, damit wir in den Ängsten der Welt offenbar sind, als Zeichen für die Zukunft, die du uns schenkst. Dein Reich ist noch nicht allen bekannt, aber in deinem Geist sind wir schon vor dir gegenwärtig und bist du in uns gegenwärtig. Lass uns zu Zeichen der Hoffnung und des Friedens werden in einer angstvollen und aggressiven Welt. Lass uns alle einladen, Kinder Gottes zu werden, dass die Hoffnung nicht stirbt, dass einst die ganze Menschheit gemeinsam betet: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So bleibt im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden.